beim nächsten Wasserfall. Ich glaube, den Hut brauchst du nicht, die Sonne gibt es da oben nicht. Kannst du da mitnehmen, wenn du willst. Kein Hut. Ein Basecap-Hut. Es ist halt ein Cap. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Und auf der ersten Ebene mehrere Wasserfälle. Und auf alle Fälle schön baden. Ja, hier ist ein schönes Bassin zum Baden dann. Auf der nächsten. Essen wollen wir doch oben. Ha? Auf der höchsten Ebene. Da können wir ja essen. Tja, und wer holt jetzt das Brot? Parfumé, ne? Geh schon, aber dann hat er zum Wasserfall gehen. Eine schöne Badestelle. Nach der Erfrischung am Wasserfall, bei der wir auf Wolfgang und Brigitte aus Deutschland trafen, finden wir am Fluss einen schönen Platz für die Nacht. Außerdem entscheiden wir uns nach einem Hinweis der beiden, einen kleinen Umweg zum Mount Willy Canyon zu fahren. So frohes Markt treiben hier. Der Bäcker. Mit seinem runden Ofen. Wunderschönen Canyon schlagen wir unser Nachtlager auf. Am nächsten Tag finden wir in der Nähe des Canyons gleich ein kaltes Badegewässer und entscheiden uns, unsere am Ouvitara Wasserfall gemachten Freunde zu benachrichtigen und verbringen mit ihnen einen wunderschönen Tag. Nach unserer tollen Campstelle mit eiskaltem Pool fahren wir weiter Richtung Kutaisi. Dabei verlieren wir immer mehr Höhenmeter und es wird immer, immer heißer. Jetzt sind wir hier im Kulturpark. Nee, das ist nicht der Kulturpark, den gibt es hier, das ist viel größer, das ist ein anderer Park. Aber an der Gondel, wo auch immer die hinfährt, auf dem Hügel. Aha. Und? Bleib mal hier. Wir haben erfahren, was immer noch interessant ist. Da fährt nämlich so eine komische Gondel da hoch. Nein, das meinte ich jetzt nicht. Was ich sagen wollte ist, Schatz. Was ich meinte ist... Hast du schöne schwarze Stellen zwischen den Zähnen. Was ich meinte ist, es wird immer davon geredet, von Europa, die älteste Stadt von Europa. Aber wirklich in Europa ist Georgien nicht. Die wollen vielleicht dazugehören, so kulturell, wirtschaftlich, weiß ich nicht. Aber auch hier stand eben wieder, Kutaisi, die älteste Stadt Europas, 2500 Jahre. Jetzt geht's los. Schnell! Durch Drohnen fliegen? Nee, ich hab das verboten. Als wir in die Stadt hineinfahren, wundern wir uns über die Schilder, welche Kutaisi als älteste Stadt Europas betiteln. Dabei sind wir schon in Vorderasien. Sie ist die drittgrößte Stadt Georgiens und hat bemerkenswerte kulturelle Werte.
nicht nur für das Land, sondern auch das UNESCO-Weltkulturerbe, zum Beispiel die Bagrati-Kathedrale und die Prometheus-Höhle. Dieses staatliche Ding links. Die Architektur der Oper im Zentrum von Kutaisi mit ihren vielen prunkvollen Statuen ist typisch für die Antike. Leider ist sie nicht mehr im besten Zustand. Eigentlich müsste man hier auch mal ein Bild machen. Immer noch in Kutaisi. Sie hat sich abgekühlt hier beim der Wasserfontäne, die jetzt wieder mal losgeht. Wir sind komplett nass. Wir wollten eigentlich in den Flug, aber sie konnte es nicht abwarten. Fragt sich, wer hier oben auf dem Kopf abgebildet ist. Das werden wir sicher nicht rausfinden. Wir müssen mal die georgischen Buchstaben halt mal abtippen. Dann weiß es, steht da dran. Übersetzungsprogramm ranhalten. Ja, weiß nicht, ob ich die Buchstaben erkenne. Ist doch immer ganz warm. Ja, ich will in den Fluss, ich gehe jetzt hier nicht rein. Meine Fahrradschuhe kriege ich nie wieder trocken. Kannst du vergessen, die mit euch um. Komm jetzt bitte fahren, Schatzi. Ja. Mach du dich mal schön nass. Das Wasser mag dich doch nicht. So, komm du. Wir verabschieden uns nun von den schönen Bergstraßen und fahren nun auf der Hauptstraße mit viel Verkehr weiter Richtung Osten, immer Richtung Gori. Premiere. Schatzi hat das erste Mal auf der Reise eine Topfinanztablette genommen. Damit muss es also richtig schlecht gehen. Wir fahren trotzdem noch 200 Höhenmeter hoch, schlag ein. Einschlagen. Sauber, 300 hast du schon. Dann geht es noch bergab, da muss ich konzentrieren, nicht hinzufallen. Dann rollen wir zum Supermarkt und dann wird dick Eis gegessen. Boah, jawohl. Sind wir auf dem Weg nach Tbilisi, hatten Regen, genau, und haben einen Meter zu tief gezeltet und hatten dann da unten Pfütze. Aber es hielt sich in Grenzen und heute früh kamen mal die Ferkelchen vorbei. Ich habe heute schon mal Schweine gehört, aber ob die Bande das war hier. Na ihr? Nee. Na lauf, 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 lauf. Na ihr? Ihr Süßen, habt ihr was gefunden? Oder esst ihr einfach alles? Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Kein Ferkelchen. Komm mal her. Hier, komm mal her. Nee. Da kommt Schatzi Lein. Da bist du ja, Schatzi. Die meisten Burgen standen nicht. Bis wir also am Wegesrand gesehen haben. Hier sind wir in der Samsefrisburg. Sie liegt auf einer Anhöhe und ist von Weitem zu sehen. Sehr beeindruckend. Der ursprüngliche Bauherr und Besitzer ist nicht bekannt. Wir haben einen schönen Stand gehalten, da oben auf der Burg haben sich wohnlich eingerichtet. Sieht echt gut aus. Das macht einen Teegarten. Da unten ist die Autobahn, die wir zum Glück nicht genommen haben. Auf Wunsch an den einzelnen Herrn. Im Stalin-Park. Mal sehen, ob man eine Stalin-Statue sieht. Nee, die gibt es nur im Museum. Die haben die in der Nachtaktion weggeholt. Aber also das finde ich schon mal schön hier.
könnte das Museum seiner Hinweise nicht gucken, aber hier gibt es leider keine Schattensitzplätze. Finden wir. Nein, das ist zu Ende der Park. Da vorne ist ein Schattenparkplatz. So, Stalins Geburtshaus ist hier zu sehen. Nach einem schönen Mittag im Stalinpark sind wir jetzt neben dem Museum. Da kommt ja gerade gefahren. Ich war an diesem Eisenbahnwaggon interessiert, der früher wahrscheinlich die oberste Luxusklasse war. Ich weiß nicht, ob es. Ich kenne mich auch nicht aus mit Eisenbahnwaggons. Was hat's mit Stalin? Na, früher hatten die keine Staatskarossen sozusagen. Sondern die hatten halt ihren Eisenbahnwaggon, so wie Hitler auch seinen Eisenbahnwaggon hatte. Das ist halt der Eisenbahnwaggon, der ist halt leider nicht so in Schuss gehalten. Der ist ein bisschen gestrichen worden, aber selbst das Zeichen von der Partei ist ganz schön runtergekommen. Ja, und auch das Dach, also ist schon nicht mehr so schön. Prinzer, ein bisschen außer Atem? Von den Abgasen, meine ich. War schlimmer. Ja, das stimmt. Hier kann ich bei 40 km/h filmen, Schatz, weil... Der lebensgefährliche Tunnel. Hier kann ich bei 40 km/h filmen, weil hier weht kein Wind, Schatz. Das ist windfreie Zone. Ich meine... Weil ich nur filmen, weil du davon nach vorne wegfilmst, das schöne Panama. Ja, aber du redest gerade und Panama, da kommen wir noch hin. Also noch fliegen, aber aktuell noch nicht. Geht immer noch bergab und geradeaus. Na, supi. Da ist der Cowboy.